Mitte April feierte der Golm gemeinsam mit über 3000 Besuchern das Finale der Wintersaison 2013-2014 mit einem Krauthobel-Konzert und großer Verlosung. Im Rahmen der Aktion Mettnand am Golm bekamen alle Wintersportler und Genießer pro konsumierten 10 Euro ein Los für die große Abschlusstombola. Insgesamt wurden 23 Preise verlost, unter anderem Saisonkarten und Tageskarten für den Bewegungsberg Golm oder ein Jahresvorrat Vornburger Bier. Überraschenderweise gingen alle drei Hauptpreise, trotz internationaler Beteiligung, an Vorarlbergerinnen. Platz 3 und somit zwei Paar Ski der kommenden Wintersaison 2014-2015 inklusive Bindung, zur Verfügung gestellt von Skiverleih Wilhelmer, gingen nach Koblach und Hörbranz. Die Hauptpreise blieben sogar im Montafon. Über Platz 2 und somit einen Malaguti Phantom Motorroller durfte sich Maria Stockreiter aus Vandanz freuen. Der Preis wurde überreicht von den beiden Bürgermeistern Burkhard Wachter von Vandanz und Herbert Bitschnau von Tschagunz. Über den Hauptpreis, einen niegelnagelneuen Mini Cooper von BMW Baumgartner, konnte sich Ursula van Ast aus Schruns freuen. Übergeben wurde der flotte Flitzer von Werner Netzer und Hannes Jochum, den Geschäftsführern von Illwerke Tourismus. Die glückliche Siegerin war richtig sprachlos. Mir denkt an so etwas. Ich wäre schon froh gewesen, ob eine Perle Ski oder eine Tageskarte. War einmalig. Im Leben, dass ich überhaupt etwas gewonnen habe. Und dann gab es dann so etwas. Ja. Traumhaft. Im Anschluss an die Verlosung rockten Krauthobel über die Bühne und begeisterten alle Anwesenden mit den Hits des neuen Albums Vivolderer und mit ihren Klassikern. Die Schrunzer Band war der perfekte Abschluss einer tollen Wintersaison am Golm. Unter den Besuchern waren auch die Montafoner Snowboardcrosser Michael Hämmerle und Markus Scheirer. Ich bin mir ganz ein Stapel Lose hergekommen, sage und schreibe ein Los, habe in die Kiste geworfen um eine Minute vor zwei. Aber es ist sich jetzt leider nicht ausgegangen. Also ich habe versucht, trotz meiner Verletzung ab und zu mal einen Golm zu kaufen und ein Lösli zu kaufen. Und ja, leider ist es nicht aufgegangen. War aber eine coole Veranstaltung. Alle Besucher, auch die, die beim Gewinnspiel leer ausgegangen waren, hatten einen unvergesslichen Saisonabschluss und sind im nächsten Jahr bestimmt wieder dabei.